Grundsätzlich ist es so, dass durch die Digitalisierung der Lehre eine Unmenge an Daten anfällt, die wir natürlich potenziell nutzen könnten, um mehr über Lernfortschritte, den Lernprozess zu erfahren, auch Studierenden Feedback zu geben zu ihrem Lernerfolg, sie darauf hinzuweisen, wo vielleicht auch noch Defizite bestehen, wo ihre Stärken liegen. Wir sind da natürlich ein bisschen zurückhaltend und vorsichtig, einerseits aufgrund von datenschutzrechtlichen Bedenken, auf der anderen Seite sind ja auch Vorhersagen für künftige Lernaktivitäten nicht notwendigerweise möglich aufgrund von Daten, die aus vergangenem, vorangegangenen Lernverhalten bezogen werden. Also da sind wir ein bisschen abwägend. Was wir eigentlich gerade eher versuchen, ist wegzukommen von den Data-Driven Learning Analytics Systemen hin zu Data-Demanding Learning Analytics Systemen. Also Systeme, die nochmal neue Daten erheben und auch ganz gezielt Studierende zu auffordern, Feedback zu geben zu Lernmaterialien, zu ihrem Lernfortschritt und diese Daten dann auszuwerten. Das führt dazu, dass wir Studierende auch enablen, auch mehr Souveränität im Umgang mit ihren Daten zurückgeben. Und das scheint uns gerade der richtige Weg zu sein. Die Frage ist, glaube ich, gar nicht so sehr, welche Vorteile sich aus dem Einsatz von KI-Tools ergeben, sondern die Frage würde ich gerne umdrehen und sagen, welche Nachteile würden sich dadurch ergeben, wenn wir solche Tools nicht einbinden. Also wir bereiten ja Studierende auf eine Welt vor, in der aller Voraussicht nach solche Tools ganz alltäglich in Arbeitskontexten dazugehören werden, in der aber auch die verantwortliche und die kritische Verwendung von solchen Tools dazu notwendig sein wird, um Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. Deswegen ist es elementar wichtig, dass wir Studierenden schon in der Lehre und auch in Prüfungen einen informierten Umgang mit solchen Systemen ermöglichen. Das bedeutet natürlich, dass wir KI-Kompetenzen ausbilden müssen. Das bedeutet aber auch, dass wir ganz selbstverständlich medienbruchfrei solche Systeme einsetzen, wo es didaktisch sinnvoll ist. Wie werden Studierende fit für den Umgang mit KI-Kompetenzen? Ja, da sind wir, glaube ich, noch ganz am Anfang, das tatsächlich bestimmen zu können. Also ich glaube zunächst mal, dass wir KI-Kompetenzen oder auch das weitere Feld Data Literacy, dass wir das nicht extracurricular machen sollten, sondern dass das ein fester Bestandteil der fachlichen Lehre werden muss. Und zwar für alle Fächer, Studierende aller Fächer. Ich unterscheide nur sehr ungern zwischen sogenannten Data-affinen und weniger datenaffinen Fächern. Ich glaube, dass diese Unterscheidung überholt ist. Also man hat ja lange Zeit angenommen, dass Technikwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, dass die sozusagen eine natürliche Affinität zu Daten, zum Umgang mit Daten mit sich bringen. Und aber Germanistinnen, philologische Fächer, die Philosophie da etwas ferner sei, das ist, glaube ich, gar nicht mehr der Fall. In allen Disziplinen wird ganz selbstverständlich mit digitalen Tools gearbeitet. Es werden große Textkorpora verwendet, es wird mit Praxissoftware eingesetzt. Und das müssen wir zum selbstverständlichen Bestandteil in der Lehre machen, in Übungen beispielsweise oder auch in Prüfungen. Ein sehr guter Weg ist, das in Peer-Learning-Szenarien zu machen, also dass Studierende miteinander in Gruppen und Projektarbeiten, Aufgabenstellungen bearbeiten, die den Einsatz von digitalen Tools, auch von KI-Systemen erforderlich machen, die Ergebnisse dann kritisch reflektieren, natürlich unter Anleitung von Lehrpersonen und so ein Stück weit spielerisch lernen, mit solchen Systemen umzugehen und die Ergebnisse auch kritisch zu reflektieren. Wenn ich sagen könnte, welche Auswirkungen ChatGPT auf die Lehre hat, wenn ich da eine finale Antwort drauf hätte, dann hätte ich tatsächlich die berühmte Glaskugel zu Hause. Also das kann ich sicher zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen. Was wir prognostizieren, ist, dass diese Systeme ganz selbstverständlich zum Umgang in Berufswelten und auch in gesellschaftlichen Kontexten dazugehören werden. Und dementsprechend, also Lehre ist eine Phase der Vorbereitung auf berufliche Zusammenhänge und auf die Befähigung zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung. Deswegen muss es ganz selbstverständlich dazugehören. Ein paar Ideen sind eben den Sprachmodelle beispielsweise didaktisch sinnvoll in die Lehre zu integrieren. Der berühmte sokratische Dialog kriegt, glaube ich, jetzt nochmal eine zusätzliche Aufmerksamkeit. Also wir können jetzt eigentlich diese dialogische Erarbeitung von Wissensbeständen, das Schärfen von Thesen und Argumentationen, das kann wunderbar trainiert werden, indem Studierende eigene Thesen formulieren, die von ChatGPT kritisch hinterfragen lassen. ChatGPT kann unterschiedliche Theorierichtungen einnehmen, kann als Gesprächspartner, als Dialogpartner fungieren.
es ist, glaube ich, wichtig, dass wir hier zu so einem iterativen Prozess kommen in der Verwendung von Sprachmodellen und Bots wie ChatGPT. Also, dass wir nicht ChatGPT als Wissensmodell missverstehen und sagen, ich stelle eine Wissensfrage, wie, warum, was und reproduziere dann die Antworten, die ja natürlich keinen Bezug in der außersprachlichen Wirklichkeit haben, sondern dass wir vielmehr in diese dialogische Denke kommen. Also sagen, dass Studierende dazu befähigt werden, schrittweise mit ChatGPT zu interagieren und die Thesen auch immer weiterzuentwickeln. Also ich wünsche mir eine Hochschule, die eine klare Vorstellung und eine klare, einen klaren Orientierungsrahmen gibt, sowohl für Lehrende als auch Studierende, wo die Stärken und auch die Shortcomings von KI-Systemen liegen und die innerhalb dieses Orientierungsrahmens nicht mutlos ist, sondern die mit großer Experimentierfreude didaktische Szenarien entwickelt, Sprachmodelle, andere KI-Anwendungen in die Lehre einzubauen. Wir müssen die sehr gut beforschen, auch die Ergebnisse auf Lernerfolge, auf Studierendenzufriedenheit, auf andere Indikatoren, um dann zu verstehen, was hat sich bewährt, was können wir in der Breite ausrollen und wo müssen wir vielleicht nochmal nachjustieren. Also ich würde sagen, es erfordert eigentlich eine Hochschule der Zukunft, die permanent didaktische Szenarien unter Einbindung von KI-Systemen und anderen digitalen Tools weiterentwickelt, das überprüft, gegebenenfalls auch fallen lässt, wenn wir feststellen, dass es zu Fehlentwicklungen kommt. Aber eine Hochschule, die eben mutig ist, solche Systeme auch da einzusetzen, wo es didaktisch sinnvoll ist. Das Festival gefällt mir außerordentlich gut. Also ich bin wahnsinnig froh, das auch mal in Präsenz zu erleben hier in Heilbronn. Die Atmosphäre ist wirklich hervorragend. Ich bin gestern bei der KI-Party angekommen, bei KI-Musikparty angekommen. Das war eine ganz tolle Stimmung. Es war auch natürlich total interessant, das mal mitzuerleben, diese künstlerisch-kreative Umsetzung. Ich habe gerade bei meinem Vortrag ein fachlich sehr informiertes Publikum erlebt, das durchaus auch kontroverse Rückfragen gestellt hat, also auch da ein sehr hohes Niveau, das freut mich sehr. Es ist einfach ein unglaubliches Überangebot an Vorträgen, an Workshops, an Lightning Talks, also es fällt da wahnsinnig schwer, eine Auswahl zu treffen. Deswegen bin ich auch ein bisschen froh, dass es hier so eine Art Vorfilterung gibt und sagen, wer sich fürs Thema KI interessiert, der kommt hier nach Heilbronn und hat hier sozusagen eine Auswahl der besten Beiträge zu dem Thema.